Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer neuen Folge. Wir spielen... Ich hörte, Lewisburg sei eine Schlüsselstellung in diesem Krieg. Assassin's Creed. Wenn die Royal Navy das vornimmt, steht ihr der St. Lorenz offen. Er quatscht dann ganz gerne. Dann kommen Quebec und Montreal. Das Blatt wendet sich. General Wolfe wird dem feigen Montcalm eine Abreibung verpassen. Darauf freue ich mich schon seit vor William Henry. Wenn der verdammte Krieg aus ist, bringen wir diesem Kontinent endlich Ordnung. So, wir machen uns auf den Weg. Ich fürchte, dazu bedarf es mehr, Freund. Och, du Scheiße. Ja, nochmal, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Der hat ganz gerne geredet, der Typ. Uns steht, glaube ich, eine Seeschlacht bevor und wir haben nicht mehr so viel, was uns noch erwartet. Wir sind bei Sequenz 4, glaube ich, oder 5. Es gibt nur 6. Ich dachte, es gibt auch 13, aber es gibt nur 6. Naja. Da ist sie, die HMS Pembroke, Captain James Cooks Schiff. Ein Prachtstück. Kriegsschiff, voll bewaffnet. Wir sollten mit der Morrigan längs gehen. Master Kenway wartet sicher schon. Kriegsschiffe, Mission starten. Da ist er. Willkommen an Bord, meine Herren. Schön, euch zu sehen, Captain. Captain Shay Cormac, Captain James Cook. Es ist mir eine Ehre. Ganz meinerseits. Captain Cook hat eine recht beunruhigende Kriegslist aufgedeckt, die unsere Informationen bestätigt. Jawohl, eine Flotte der Royal Navy ist auf dem Weg nach Lewisburg. Die Franzosen planen einen Überraschungscoup gegen sie, falls der Angriff gelingt. Das dürfen wir auf keinen Fall zulassen. Gentlemen, die Schlacht um Lewisburg könnte sehr wohl der Wendepunkt werden, der diesem Krieg schließlich ein Ende setzt. Also was mich betrifft, ich habe genug vom Krieg. Möchtet ihr dann nicht das Kommando, Captain Cormac? Ich bin sicher, ihr genießt es, ein Schiff zu steuern mit echter Feuerkraft. Hey. Das sollte ich wohl. Nichts Captain. Gegen meine Morrigan. Nice. Lewisburg, Juni 58. 1758. Wenn ich nur sehen könnte, wohin. Wolfe, Lawrence und Whitmore führen die drei Divisionen der Royal Navy. Wer ist Kommandant? Major General Amherst, persönlich, zurück aus Hannover. Hannover. Ihr findet Interesse am Krieg, Shane? Ich möchte euch nicht enttäuschen, Sir. Ich überhol den gleich. Oh, da vorne ist was. Wir müssen diese Schiffe stoppen, Captain. Der Ausgang des Krieges hängt davon ab. Setzen wir eure Nase ein, Shane. Sie können für unseren Sieg entscheiden. Komm schon. Master Kenway hat recht, Captain. Wasser könnten sich als vorteilhaft erweisen. Alle erledigt. Mächtiges Ding, ne? Oh, das ist gar nicht unseres.
Aber sah trotzdem gut aus. Kamikaze oder was? Oh Gott! Brander! Falls sie durchbrechen, vernichten sie unsere Flotte! Sollten wir das verhindern? Ich erkenne das Schiff, Herr! Es ist die Expatum-Rede! Adewale! Welch Glück für ihn, dass wir andere Ziele haben. Abgemacht! Wir müssen diese Brander loswerden. Erwartet Befehle, Sir! Vernunft passen nicht immer zusammen, Captain. Es ist noch nicht vorbei, Männer. An die Kanonen! Ja! Ich weiß gar nicht, wie ich angreifen soll. Mörser könnten sich als vorteilhaft erweisen. Zwischenzeitlich etwas kritisch, aber dann doch gerettet. Bin ich tot? Nee. Gott sei Dank, lief doch eigentlich ganz gut eben. Das ist die Royal Navy. Das war aber in letzter Minute, Captain Cormac. Das Kriegsglück wendet sich. Das war großartig, nicht wahr? Es ist noch zu früh zum Jubeln. Adewale ist da draußen. Wir werden ihn schon noch zum Tanz bitten können, Master Kenway. Schnappen wir uns noch den hohlen Nuss. Die hohle Nuss. Bin ich mir sicher. So, was haben wir? Mission abgeschlossen. 80%. Adewale. Adewale macht Kopfschmerzen. Master Kent scheint entschlossen, Adewale zu vernichten. Ihr nicht?
Er ist ein mächtiger Mann und ein Symbol der Hoffnung für die Assassinen. Seine Liquidierung würde sie im Mark erschüttern. Würde es, ich weiß. Aber es ist eine Schande. Er ist ein guter Mann, Gister. So wie der ältere Washington und Smith. Ich habe gerne mit ihm getrunken. Wardrobe auch, obwohl er nie viel vertragen hat. Er und Weeks haben sich nie verstanden, wisst ihr? Falls ihr mein Gewissen auf die Probe stellen wollt, dann ist es euch gelungen. Wir leben in Kriegszeiten, Shay. Aber für uns ist immer Krieg. Ihr klingt wie mein Onkel Jedediah. Er war ein alter Griesgraf. Ich muss euch sagen... Ein andermal, Gist. So. Natürlich Schnellreise. Master Kenway scheint entschlossen, Adewale zu vernichten. Ihr nicht? Er ist ein mächtiger Mann und ein Symbol der Hoffnung für die Assassinen. Seine Liquidierung würde sie im Mark erschüttern. Würde es, ich weiß. Aber es ist eine Schande. Er ist ein guter Mann, Gist. So wie der ältere Washington. Smith. Smith. Wardrobe auch, obwohl er nie viel vertragen hat. Als ihr... Gibt's da einen Schnellreisepunkt? Ja, nehmen wir den. Alles ist näher, als da ganz hinten zu sein, oder? Gibt's hier Neues? Ui. Zur Flotte gehen. Oh, die hat ordentlich Schaden genommen. So. Route sichern. Schiff reparieren. Die Victoria. Musste gar nichts machen. Hat einfach alleine gemacht. Sicher. Route sichern. Attacke, wa? Hier haben wir nochmal eine Route, die wir sichern können. Wieder heile. Nehmen wir so, ne?
brauchen wir uns ja nicht jedes Mal angucken. So. Haben wir das auch? Wieso denn riskant schon wieder? So, Mission spielen. Schicken wir die Victoria hin, wa? Schlacht beginnen. Haben wir gewonnen. Jonas. Meile machen. Und dann auf geht's, Duke. Die regelt das alleine. Kaum Schaden genommen, die Gute. Schiff Zen. Jawohl. Gut. Schiff aufrüsten. Gibt's hier was? Fehlen alles Rohstoffe für. Okay. Alle klar. Ach, aber vielleicht für uns selber, ne? Wie viel Kohle haben wir jetzt? 10.000. Britisches. Freibeuter, schottisch. 12. Ein Bastardschwert. 18.000. Ja. Ach, wir behalten erstmal unseres. Pistolensätze. Queen Anne's Pistole. Monturen. Entdecker, Rider, Fährtenleser, Scharfschützen, Kapitän. Wir bleiben bei unserer. So. Captain ist der Bruder! Natürlich plündern. Ach, wir können bestimmt auch Sachen verkaufen. Versuchen wir gleich mal. Bleibt gut, wartet auf Aufnahme, Sir.
Well, the ship that called the Loyami burnt the heart. The god leg is drunk on my advance. How do they back? Take in your staff. Turn around the captain eagle. Oh, Sturmburn, come off, Captain. Das macht nix. Die Siedlung Le Brat ist in ihr voraus, Captain. Well, the anchors on board and our rags are set. O'Reilly, ach du Scheiße, ich sehe gar nichts. Der Wind gefällt mir nicht, Sir. Na, sei lieb. Treib gut in Sicht, Captain. Oh, fuck. Hey, ships may come and ships may go as long as the seas do go. Wir kommen vom Kurs ab. Von euch. Wir sind in Reichweite ihrer Bahn. Vorsicht, Captain. Gewässer. Rechtes Wetter voraus, Captain. So. Zum Heulen. Der Wind uns da bringt. Ahoi und guten Morgen, Gentlemen. Wieder einmal war uns Captain Cooks Findigkeit von Nutzen. Ich habe den Mann ausgemacht, den ihr sucht. Adewale? Ganz genau. Zuletzt war er in einem französischen Fort, 2 Stunden flussaufwärts. Und was sucht der Lump in einem französischen Fort? Sein Schiff ausbessern, nehme ich an. Nach Louisburg. Danke, Master Cook. Wir übernehmen. Lebt wohl und gute Reise. Gentlemen. Das Fort liegt dort vor uns. Gut. Dann frischen Mutes voran. Was hat er weggeschmissen? Apfel? Wo muss ich denn hin? Hier oder was? Wir müssen Fahrt aufnehmen. Ach, da. Da muss ich hin. Schwätzige Gouverneur war erfolgreich. Belohnung durch. War bestimmt Seeschlacht. Oh. Also zur Folge ist das Kördeling. Was hat das hier zu suchen? Ich weiß es nicht. Diese Flüsse sind nicht tief genug für ein hochseetüchtiges Schiff. Es ist fast unmöglich zu manövrieren. Auf Beweglichkeit kommt es nicht an. Nun, ich will nicht herausfinden, worauf es ankommt. Halten wir uns fern. Wir können es umschiffen. Bleiben wir einfach auf kleineren Flüssen, wo es nicht folgen kann. Und bleibt möglichst unentdeckt. Wir wollen keine unerwünschte Aufmerksamkeit. Ja, toll. Da bin ich. Warum bringen die Franzosen so ein Schiff landeinwärts? Mit fortschreitendem Krieg werden sie immer verzweifelter.
Sie tun alles, um mehr Feuerkraft zu erhalten. Nichts gegen Captain Cook, aber die Lady hat mehr Feuerkraft als alles, was ich bisher zu sehen die Ehre hatte. Ist nicht wirklich mein Typ. Wisst ihr, die Franzosen haben einen gewissen Charme. Habe ich euch je von Madame Renette erzählt? Das ist nicht richtig, aber richtig. Ich kenne einen guten Ort, wo ihr von Bord seid. Segelt los! Wie lautet der Plan? Schießen wir das vor? Es wäre Tollkühn, das Fort einfach zu stürmen. Ei, wir müssen wissen, woran wir sind. Ich kümmere mich darum. In der Tat. Suchen wir einen sicheren Ankerplatz. In der Tat. Treibgut, könnte wertvoll sein. Auf, Kain! In Druck vom Baum! Immer mitnehmen. Hier wollen wir anlegen. Heften und trimmen! Spann die Leine! Heften! Alle Segel kürzen! Ich gehe zum Fort und finde heraus, was Adewale dort treibt. Mach ich. Bleibt mit der Morrigan in der Nähe. Also, ich bleibe mit ihr hier und schütze sie. Viel Glück, Shane. Ich mache mir mein Glück, Master Kenway. Gut, ich würde sagen, für die Folge war das genug. Ich hoffe, ihr seid morgen wieder mit dabei. Lasst mir was da, passt auf euch auf und dann sehen wir uns morgen, wenn ihr wollt. Ciao, ciao.